So, Restaurant Yellow Slon. Adresse gebe ich noch an. Hat ein bisschen ja, vegane, vegetarische und auch für die Rohköstler Küche. Ich habe auch schon ein bisschen Filme innen drin gemacht. Baue ich gleich zusammen. Durchaus empfehlenswert, wer auf gesundes Essen steht. Kein richtig großes Restaurant mit Bier und Wein und sowas, aber so als kleinen Snack zwischendurch sicherlich gut. Sehr zu empfehlen auch die Nachtische. Also so selbstgemachte Torten auf, ich glaube, auf Cashew-Basis. Sehr lecker. Heute Besuch des Restaurants Yellow Slon. Scheint Rohkost zu sein. Es gibt irgendwelche vegetarischen Burger. Die Pizzen wurden mir schon vorgewarnt, sind kalt, Rohkost. Salat gibt es. Raw Pasta. So, da oben gibt es Suppe. Wir haben die zwei Tagessuppen bestellt. Und dann gibt es hier Burger und Burgerbox. Naja, wir sind mal gespannt, was es so alles gibt. So, es hat gar nicht so sehr lange gedauert. Hier ist eine Kürbissuppe. Die ist schön warm. Und das ist eine Brokkolisuppe. Sieht auch sehr gut aus. Mit Croutons drauf. Also es ist doch nicht richtig Rohkost, weil das Brot ist gebacken und die Suppe ist ja, so warm, wie eine Suppe sein soll. Aber die Suppen sehen super aus. So, die Burger sind jetzt auch gekommen. Ich glaube, der eine ist sogar mit Beef. Also das wissen wir aber erst, wenn wir es gegessen haben. Das hier sieht so ein bisschen vegetarisch aus. Also sie sehen wirklich super aus. Wunderbare Burger. So, es gibt auch leckeren Nachtisch und Kaffee Latte, ich glaube mit Hafermilch gemacht, zubereitet natürlich. Also alles schmeckt hier soweit sehr gut. Die Burger waren mit Seitan, haben wir gerade nachgeguckt. Also kleine Empfehlung, Yellow Slon. Link und Internetadresse stelle ich in die Beschreibung. Wirklich sehr zu empfehlen. Ja, wenn euch die Videos hier aus Minsk gut gefallen, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr über ein Abo. Es fehlen noch ein paar, dann haben wir ein Viertel von 1000 schon geschafft. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder sagt, gibt es sowas oder könnt ihr was rauskriegen, machen wir manchmal. Aber bitte lasst mal ein Abo da. Tschüss. Ja, das Café-Restaurant ist eher klein. Hat vielleicht so 10 Sitzplätze. Also ganz besonders zu empfehlen sind auch die Nachtische. Die Snickers-Torte haben wir schon geschafft. Die ist schon leer. Pistazien, so Energiekugeln. Und es gibt auch so ein bisschen Tees und Hafermilch zu kaufen. Und Kombucha gibt es auch. Sucht man manchmal auch länger. Und alkoholfreies Bier von Klausthaler und von Budva. Nealkohol aus Tschechien. Also, sehr zu empfehlen. Und hier gehen wir wieder hin.